InB Radio, der Sender für ein neues Bewusstsein. So, willkommen zurück bei InB Radio, dem Kanal für ein neues Bewusstsein. Neben mir sitzt Julia Grube aus Berchtoldsdorf. Hallo. Hallo Julia. Wir haben uns ja vor ungefähr 4 Jahren kennengelernt an einem sogenannten Geomantie-Seminar in Deutschland. Das ist gerade ein guter Einstieg für unser Gespräch. Vielleicht kannst du uns erklären, was Geomantie ist, was es bedeutet. Da dürften nicht alle Hörerinnen und Hörer damit vertraut sein mit diesem Wort. Und wie du als Architektin zu diesem Gebiet oder Fachgebiet gekommen bist. Ja, also Geomantie heißt wörtlich übersetzt Erdschauen und ist eine alte Erfahrungswissenschaft. Man kann es auch übersetzen mit der Lehre, die Kräfte der Erde zu gestalten und wahrzunehmen. Das gibt es in allen möglichen Erdteilen und das bekannteste ist das Feng Shui in China, Wasser und Wind übersetzt. Aber auch in Europa gibt es eine lange Tradition. Und jetzt eben in den letzten vielleicht 30 Jahren wieder neu entdeckt worden ist. Und unter welchen Begriffen ist das denn bekannt gewesen in Europa, wenn du sagst, das ist nicht mehr bekannt oder in der Schublade, gab es da andere Begrifflichkeiten dafür oder bestimmte Techniken? Ja, im Land kennen viele Leute das Wünschelrutengehen. Das ist sozusagen früher verwendet worden, um Wasseradern, Verwerfungen, bestimmte Strahlungszonen, die entweder günstig oder ungünstig sich auswirken, auf das menschliche Wohlbefinden herausfinden zu können. Also alte Bauernhäuser oder alte Kirchen stehen sehr oft auf geomantisch interessanten oder sehr harmonischen, wenn es jetzt um Häuser geht, Orten. Also ein altes Wissen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses Wissen nicht Teil des Architekturstudiums war. Wie bist du da drauf gekommen? Ja, mir ist es immer schon sehr um die Wechselwirkungen gegangen zwischen Menschen und ihren Wohnräumen oder Menschen und der Natur. Und da habe ich mich als erstes einmal auf der Hochschule für angewandte Kunst ausbilden lassen, weil doch die Künstler da ein bisschen ein Bauchgefühl haben, ob ein Haus zu einem Ort passt oder nicht. Und das war mir aber dann doch etwas zu wenig, weil es gibt sehr wohl Häuser, die wirklich toll vom Künstlerischen gemacht sind, vom Technischen, vom Wirtschaftlichen, die sogar zum Genius Loci, also zum Ort passen und sie funktionieren dennoch nicht. Und da habe ich Antworten oder Lösungsansätze, Denkmodelle gesucht, wie kann man das erklären, ob ein Haus jetzt funktioniert, also ob Menschen gerne da drinnen wohnen, ob sie sich wohlfühlen, ob einzelne Zimmer zum Beispiel auch eines Hauses funktionieren oder eben nicht. Wie kann man das erkennen? Und bei uns auf der Hochschule hat es dafür ja keine wirklichen Antworten gegeben. Und das war gerade in der Zeit, kurz bevor ich mit meinem Studium fertig geworden bin, da hatte ich so eine Phase, wo ich mich sehr intuitiv leiten ließ. Ich bin da zum Beispiel in Buchgeschäfte gegangen, habe einfach geschaut, welches Buch spricht mich an, was blinkt so. Und da war das ein Buch, eben die Schule der Geomantie von Marco Pogacnik, einem Pionier der Geomantie-Bewegung in Europa, das mich also unglaublich angehupft ist. Und dieses Buch habe ich verschlungen und dachte dann, naja, ich mache ein Tagesseminar bei dem Marco Pogacnik, das wird dann reichen, aber so war es nicht. Ich habe mich dann 2 Jahre intensiv ausbilden lassen und dann auch viele Jahre nachher noch damit gearbeitet. Also mir scheint das ein naheliegender Bezug zu sein, als Architektin sich dann auch mit den Menschen zu befassen, die dann auch in den Häusern wohnen sollen. Mich würde noch interessieren zu dem Thema Geomantie. Du hast gesagt, es gibt Häuser, die zwar schön gebaut sind und toll ausschauen, gut ausgerüstet sind, aber die Menschen fühlen sich nicht wohl darin. Und da kann die Geomantie weiterhelfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Haus kaufe oder eins baue und da irgendwie Schlafstörungen habe oder die Kinder sind ständig wild, dann kann ich dich anrufen und du kannst das reparieren, oder wie geht das genau? Was tust du da, wenn du da vorbeikommst? Es ist ja so, dass wir in einer sehr materiell ausgerichteten Gesellschaft leben. Für uns ist es praktisch selbstverständlich, uns nur auf das, was wir angreifen oder was wir sehen können, zu fokussieren. Gleichzeitig wissen wir, es gibt so etwas wie Gedanken, es gibt so etwas wie Gefühle, es gibt Dinge, die feinstofflicherer Natur sind.
Und die Geomantie schaut auf das, also auf die Atmosphäre eines Ortes, auf die Charakteristik, so das Spezielle, was in der Luft liegt. Wenn ich jetzt eine geomantische Beratung mache, wenn ich da wohin gerufen wäre, auf ein Grundstück oder ein Haus, dann gehe ich mal hinein, ich sammle erste Eindrücke und bitte auch um einen Grundriss. Das wäre jetzt nicht unbedingt nötig. Viele Geomanten gehen zum Beispiel einfach mit einer Wünschelrute durchs Haus oder haben, wenn sie jetzt von der Feng Shui-Richtung kommen, einen Lopan, so einen Feng Shui-Kompass, machen Berechnungen und so weiter. Bei mir ist es so, ich liebe einfach Grundrisse. Ja, du bist auch Architektin, ja. Ne? Da gibt es schon einen Bezug. Und so ein Grundriss ist für mich schon einmal sehr sprechend. Also eigentlich jeder gute Architekt kann sehen, wo hakt es in einem Grundriss, wo ist irgendwo eine bissige Ecke. Im Feng Shui sagt man, wenn die Energie Walzer tanzen würde in einem Grundriss, in einem Haus, an welchen Kanten würde sie sich anhauen? Da kann man schon einmal einiges erkennen. Oder irgendwelche kleinen Räume, wo man einfach spürt, da staut sich was. Das ist mal eine Ebene. Die Geomantie für mich geht aber jetzt noch ein Schrittchen weiter. Und das habe ich jetzt auch nicht in der Ausbildung gelernt, sondern das ist eine Eigenheit, die ich über die Jahre selbst in mir herausgefunden habe. Wenn ich durch Räume gehe, sprechen die so wie ein Buch. Wie ein Tagebuch über Dinge, die hier vorher passiert sind. Das könnte natürlich jetzt schon etwas seltsam und abgehoben klingen, aber es ist meine Erfahrung. Wenn in Räumen zum Beispiel lange gelitten worden ist, also wenn da jemand gestorben ist, dann hängt oft eine ganz eine schwere Atmosphäre da in diesem Raum. Oder eine Hausfrau, die gar nicht Hausfrau sein will, sondern ihre Karriere da an den Nagel gehängt hat für die Kinder und ihre eigenen Bedürfnisse sehr lang verdrängt hat, dann kann in manchen Räumen das spürbar sein. Umgekehrt positiv auch, der Platz eines Kindes, das viel Freude hat, da wirkt die Energie oder die Atmosphäre sehr leicht und fröhlich, beweglich. Also die ganze Bandbreite gibt's und das ist zum Beispiel eine Hauptaufgabe für mich, in Räumen das zu spüren, wo sind belastende Energien, wo sind Potenziale und das den Leuten mitzuteilen. Und die sind oft sehr, sehr überrascht, was da über die Räume an ihren intimen, persönlichen Dingen oder Ängsten, die verdrängt wurden, die unter den Teppich gekehrt worden sind, eigentlich an der Oberfläche liegt. Also du bekommst da Informationen, die sonst nur die Bewohner kennen, die Räume sprechen zu dir. Und was passiert dann, wenn du solche Belastungen oder Unstimmigkeiten entdeckt hast? Wie kannst du das beheben oder bearbeiten? Geht das überhaupt? Das geht jetzt dann in den Bereich des Schamanismus über, also die Grenze ist fließend. Da gibt es verschiedenste traditionelle Techniken, eigentlich in allen Kulturen, in allen alten Kulturen, die nicht nur rational aufgestellt sind, sondern ganzheitlich, gibt es das, dass eben Priester oder Schamanen durch Räume gehen, entweder mit Glocken oder mit Räucherwerk oder indem sie Meditationen, Rituale machen, um die Atmosphäre zu klären. Auch heutzutage wird es teilweise gemacht, zum Beispiel durch so Einweihungsfeste, wo es laut ist, wo viel getrommelt wird. Auch dadurch können alte Energiemuster, zum Beispiel wenn man ein Haus übernommen hat von anderen Menschen, gelöst werden. Wenn man jetzt ausgebildet ist oder in meinem Fall durch längere Erfahrung, habe ich so ganz spezielle, feine Möglichkeiten darauf zu antworten und damit umzugehen. Und vieles verwende ich auch zum Beispiel von jetzt anderen Techniken her, von der Kinesiologie oder vom Aufstellen, vom Familienstellen her. Picke ich mir Dinge heraus, die helfen, um konkret die Atmosphäre vor Ort zu verändern, die gerade wie ein Schlüssel passen. Das ist aber intuitiv, was ich gerade verwende. Also du hast eine Methode entwickelt, beziehungsweise ein Vorgehen entwickelt, das sich bedient aus verschiedenen Techniken oder auch verschiedenen Traditionen einerseits und andererseits verlässt du dich aber auf deine eigene Wahrnehmung, eigene Körperwahrnehmung. Diese Räume machen etwas mit deinem Körper oder auch mit deinem Energiekörper. Das zentrale Thema scheint mir zu sein die Wahrnehmung. Wie nimmst du das wahr? Du hast gesagt, es ist eine Körperwahrnehmung. Was kann man sich darunter vorstellen? Also Grundlage dafür ist einmal ein ganzheitliches Weltbild. Also dass so etwas überhaupt möglich ist. Das gilt es als erstes sozusagen zu entwickeln. Und dann, wir Menschen hier im Westen befinden uns ja sehr viel in den Gedanken, im Verstand. Geht es darum, die eigene Aufmerksamkeit immer mehr so im Körper, in einem gewissen Raum der Leere zu zentrieren.
Wenn ich also Beratungen mache und in einen Wohnraum hineingehe, dann geht es darum, dass ich zuerst einmal so wie einen Reset-Knopf drücke. Ohne Vorstellungen, ohne Bewertungen, ohne Urteile da hineingehe. Es ist wichtig zu wissen, wie ich momentan drauf bin. Also zum Beispiel, wenn ich gerade Fieber habe oder Kopfweh, dann liegt eine Störung, die ich empfinde, nicht am Raum wahrscheinlich, sondern an mir selbst, weil ich eben krank bin. Das heißt, ein neutraler, leerer Zustand, den gilt es einzunehmen. Und dann zu schauen, was kommt mir entgegen. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wer jetzt diese Wahrnehmungen hat. Ich habe das bei der Geomantie-Ausbildung gesehen, dass Leute sehr unterschiedlich wahrnehmen. Manchen fällt es auch viel leichter mit irgendwelchen technischen Hilfsmitteln wie Lächerantennen oder Pendeln. Für mich ist es so, dass ich sehr viel über Körpergefühle bekomme, also dass sich mein Körper leicht, schwer, warm, kalt anfühlt, dass bestimmte Chakren sehr stark arbeiten und auch über innere Bilder und über innere Worte. Das sind so meine Zugänge, die ich besonders stark ausgeprägt sind. Ist das eine Umschreibung der Intuition? Intuition ist ein Begriff, den wir alle kennen. Genau, eine vielfältige Intuition oder eine verfeinerte Intuition braucht es. Jetzt wissen wir ja, dass wir die Tendenz haben, objektiv zu messen. Also die meisten Menschen wollen wahrscheinlich dann wissen von ihren Räumen, ja, gibt es jetzt da irgendetwas Messbares? Und wenn du so erzählst, habe ich das Gefühl, das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, die dir da zur Verfügung steht, um da zu sehen, wie es den Räumen und den Menschen darin geht. Allerdings weiß ich auch aus der Quantenphysik, dass es diese Objektivität in dem Sinne gar nicht gibt, sondern dass die Beobachtende, in dem Falle du, gleichzeitig auch mit den Räumen in Resonanz stehst. Das heißt, durch das Beobachten selber bist du Teil des Objekts oder Teil des Hauses. Kannst du das aus deiner Erfahrung heraus bestätigen, dass es da keine Objektivität gibt in dem Sinne? Ja, alles ist mit allem verbunden auf diesen Ebenen. Das ist richtig, ja. Und wie kommst du dann zu einer Diagnose sozusagen? Also wenn man wissen will, das Haus tut mir nicht gut, und dann musst du ja irgendwie sagen, das und das würde ich jetzt tun. Manche Wahrnehmungen drängen sich auf. Ich kann natürlich sehr, sehr viel wahrnehmen in einem größeren Haus zum Beispiel. Aber es gibt so Knackpunkte und die gilt es herauszufinden. Und oft ist es bei diesen Knackpunkten auch so, dass man durch eine gewisse gezielte Intervention gleich eine spürbare, für alle spürbare Verbesserung der Atmosphäre herstellen kann. Also ein Beispiel, wenn ich mich erinnere, bei einem bestimmten Haus war es so, dass ein Kasten einfach eine belastete Atmosphäre verankert hat. Und wie das klar war, dass es dieser Kasten ist und wie eine Bereitschaft da war, diesen Kasten jetzt weiterzugeben, also zu verkaufen oder zu vererben an wen anderen, diesen Kasten zu verschieben aus diesem Eck heraus, war plötzlich eine ganz große Erleichterung spürbar. Und an dem Kasten hängt auch sehr viel dran von der Familiengeschichte. Also oft ist das auch verbunden dann mit viel größeren Themen, die in den Stammbaum zum Beispiel der Familie hineinreichen. Das kann es sein. Oder manchmal fehlt einfach eine Farbe. Dass hier eine warme Farbe sehr, sehr viel bewirkt für den Raum. Oder auch eine kühle, nur ein Beispiel. Also da kann eine sogenannte kleine Intervention ganz Großes bewirken und verändern. Genau. Wenn man den richtigen Punkt findet, wo man ansetzen muss. Genau. Und das kann eine materielle Intervention sein, zum Beispiel hier muss eine Tür durch oder das Fenster ist zu klein, das Fenster ist zu groß oder eben eine Farbe. Oder es kann eine immaterielle Geschichte sein, wie zum Beispiel hier fehlt einfach, es ist ein Beispiel, das vielleicht ungewöhnlich klingen mag, ein Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn. Da ist etwas nicht ausgesprochen und das ist genau in dem Raum sehr stark spürbar. Das ist interessant. Das dürfte ja der große Unterschied sein zur rein technischen Betrachtungsweise, dass du da auch Rückschlüsse machen kannst auf Beziehungen, auf die Menschen, die in diesen Räumen leben. InB Radio, der Sender für ein neues Bewusstsein.